Mein Name ist Tartarus Mut. Und das ist meine Geschichte. Ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren. Das ist in Deutschland. Meine Eltern waren sehr nett und aufgeschlossen, waren aber auch streng. Mit meinem Bruder auch richtig Zoff gehabt, aber im Großen und Ganzen haben wir uns gut verstanden. Ich hatte eine schöne Kindheit gehabt, bis auf einen Tag im Sommer, da wo ich 14 Jahre alt war. Jeden Sommer fuhren wir abends noch zum See. Nur ich wollte noch was für die Schule machen, da ich besser werden wollte. Also fuhren sie alleine ohne mich los. Sie wollten circa um 22 Uhr wieder kommen. Ich bin aber schon eher ins Bett gegangen. Mitten in der Nacht wurde ich von einer Polizistin geweckt. Sie sah mich ernst an und sagte: Tartarus, ich habe leider keine guten Nachrichten für dich. Meine Eltern und Bruder wurden von einem anderen Auto von der Straße gedrängt. Das Auto ist eine steile Böschung runtergefallen und ist mit mehreren Bäumen zusammengestoßen. Leider hat keiner überlebt. Ich kam in eine Pflegefamilie und bei der Beerdigung erfuhr ich zufälligerweise, dass der Fahrer von dem Unfallverursacher Fahrerflucht begangen hat. Deswegen habe ich mich in der Schule angestrengt. Da ich traurig war und sehr wütend, kam ich in eine Trauertherapie. Beim Studium habe ich mir schon überlegt, auszuwandern, da ich gerne einen Neuanfang machen wollte, um alles Alte hinter mir zu lassen. Jetzt bin ich in Los Santos. Da die Klinik neu aufgemacht hat, bin ich sehr schnell zum zweiten Chefarzt befördert worden. War das richtig, was ich gemacht habe? Oh, Alarm, ich muss zum Einsatz. Und das sind meine Geschichten.